Folge Nummer 18 von Graveyard Keeper mit Stranger Sins und Crown of, keine Ahnung wie es hieß, Game of Crown, so hieß es. Ja, dann müssen wir mal gucken. Wir hatten jetzt die Axt gemacht, die wir dem Holzfäller bringen wollen. Jetzt lass mal auf der Uhr da oben gucken, die dreht sich hoffentlich rechts rum. Das heißt, dieses Zeichen ist das nächste, ne? Dann schauen wir doch mal, wer ist denn der nächste? Der Kaufmann ist der nächste, der dann da ist, ne? Wenn der Kaufmann da ist, brauchen wir Karotten, Kohlköpfe und Rüben. Haben wir das hier? Nee, ne? Doch. Karotten. Kohlköpfe. Ach, wir haben da links schon was drin, sehe ich gerade. Das heißt, wir wollen nur 12, ne? War doch 12, die der haben wollte, ne? Karotten und Rüben. Rüben sind hier, haben wir links keine. So, was sind das jetzt? So, 2 rüber, oder? Passt. Und dann müssen wir da 7 rüberschlagen, okay. So, die 3 haben wir. Warte, lass uns das lieber nochmal checken. 12 Karotten, 12 Kohlköpfe und 12 Rüben. Und Schluck auf Gras will er auch noch haben. Das haben wir aber nicht. Die Angst haben wir im Inventar, will ich hoffen, ne? Da, wenn das die Eisenachs ist. Ich will's hoffen. So, jetzt. Ne, wir können durch den Keller gehen, weil der war nördlich von Dingens, wie heißt es? Nördlich von der Taverne. Da wird es jetzt schon dunkel, da auf der Skala links. Da kommt er hier, wo kommt er denn weg? Er will sowieso nicht mit uns sprechen, also können wir vergessen. So. Sollen wir hier hochgehen? Nee. Und da doch, könnte auch sein. Hier ist der Garten. Nee, das ist der Bauernhof. Ich glaube, das Holzfällerlager ist noch weiter rechts, oder? Da ist er, oder? Ja, aber... Irgendwas passt nicht, oder? Wer will denn jetzt hier die Axt haben? Stempeleisenaxt. Holzfäller. Ist wohl doch nicht hier, oder? Hm. So, der nächste Tag ist angefangen. Blöd ist, dass Nacht ist. Ah, ne, da oben ist er. Gib ihm eine Axt. Aufgabe beendet. Pasta und Lasagne, das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ohne Fleisch? Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen und die Linsen geben dir Proteine. Lasagne gibt's und Nudeln gibt's. Alles klar. 2 neue Rezepte. Ja, mit dem können wir sonst nichts mehr momentan machen. Aber das ist eine Aufgabe, die wir schon gelöst haben. Das ist schon mal cool. Jetzt müssen wir gucken, dass der Kaufmann kommt. Und der kriegt seine Karotten und Sachen da auch noch, ne? Wahrscheinlich ist der noch nicht da. Dann gehen wir noch zu dem Dingens auch noch. Zu dem, wie heißt der? Der Verwirrte da. Weil der könnte uns dann nämlich noch Hanfseile geben, die wir irgendwo auch für brauchten zum Bauen, ne? Gucken wir gerade. Ist der schon da? Nee, ne? Okay. Nee, der ist noch nicht da, aber... Was können wir in der Zeit machen, bis der da ist, ne?
Irgendwann kommt er aus der Hütte raus, ne? Dieses Hustengras, das fehlt uns auch noch. Oder Hicksgras. Ich habe aber noch keine Ahnung, wo ich sowas finden könnte. Hier kann man angeln wahrscheinlich, ne? Ja. Ist jetzt aber nicht das, was ich machen möchte. Was ist das für ein Haufen? Okay, da gibt's Flusssand. Sehr interessant. Komm, wenn wir schon da sind, ne? Das Ganze fünfmal. Ja, wofür brauchte man das? Bestimmt. Man braucht alles hier in dem Spiel, ne? Wo ist Mr. Hicks? War der hier? Nee. Tiefer. Ne, ich glaube, nur unter rechts ist das, ne? Da ist er. Gucken wir mal. Aber vielleicht haben wir auch kein Geld dafür, ne? Ist die nächste Sache. Hanfseide. Doch, haben wir vielleicht. Ich glaube, zwei Stück brauchte man irgendwo für, ne? Kaufen wir die doch mal. Gut. Gucken wir, dass der Kaufmann da ist. Ne, nur weiter. Und dann kriegt er seine Möhren, Rüben und Karotten. Da unten steht er. Gib ihr. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Aufgabe beendet. Dieses Gemüsefrucht, das könnt ihr nur an der armen Stadtbewohner verkaufen, die essen alles. Wir haben noch zwei schlechten Ernten nacheinander. Schlechte Ernten? Ich sehe kein Anzeichen einer schlechten Ernte, alles wächst und gedeiht. Dieser Ort ist ja auch gesegnet, aber in der Stadt und der Orten gibt es eine Wasserknappheit. Der Wimur-Fluss hat weniger Wasser, nur der Gjoll, der an deinem Friedhof vorbeifließt, bringt Wasser zum Wimur. Der Wasserstand im Hafen der Stadt ist zu niedrig, deshalb kann auch das Schiff der Toten nicht ablegen. Okay, ist es möglich, zukünftige Ernten zu verkaufen? Scheint ein anständiger vertragswürdiger Typ zu sein. Na klar, ich habe einen Traum und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es wird Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Was uns wahrlich und herrhaftig zusteht. Deswegen muss ich wieder königlichen Küchenmeister werden und königlichen Geschmackstester werden. Dies wird mir unglaubliche Macht verleihen. Ich komme an alles leckere Essen, das nur der König sich leisten kann. Und was hast du damit mir zu tun? Geld, wir werden ein Vermögen verdienen. Dann bin ich dabei. Um mein Ziel zu sein, müssen wir den Kampf zwei Fronten gewinnen. Zunächst müssen wir den Markt für die Delikatessen in der Stadt dominieren. Und dann müssen wir die Mitglieder des Königlichen Rates bestechen. Diesem Gemüse fassen wir auf dem Markt keinen Fuß. Aber ihr kennt das Potenzial. Mit dem richtigen Dünger und der guten Auswahl an Saatgut könntest du etwas Feines anbauen. Aber zunächst brauchst du eine Handelslizenz vom Briefkasten bei der Kirche. Sorg dir einen und wir sind Partner. Okay, gut. Das Schluck auf Gras, das weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Ich habe meine Handelslizenz handeln. Wir müssen erstmal gucken, was wir hier handeln können. Goldschmuckverzierung, nee, die brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Seide, Traubenkerne, königlicher Fisch und Traubenkerne. Ja, achso, die sind Silber und die sind Bronze oder was auch immer. Ist alles klar. Ach, hier unten gibt's schon was von Rang 3 jetzt. Sind wir so gut mit dem oder was? Aber der kauft von uns nichts, das ist das Schlimmste. Gut, dann haben wir diese zwei Aufgaben auf jeden Fall schon mal gelöst. Die Handelslizenz können wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht leisten, weil die viel zu teuer ist. Hier im Gasthaus, oder ist der Bär los? Der können wir nicht sprechen. Handeln. Gibt's nichts zu handeln. Ich brauche das Siegel.
Das Siegel gab es bei der Kirche, oder wie war das? So, dann haben wir hier erstmal alles fertig. Und gehen wir nach Hause. Wir müssen unbedingt hier noch die Wege freiräumen, dass wir kürzere Wege gehen können, ne? Irgendwo war das der Typ. Ach, den hätte ich jetzt auch ansprechen müssen, ne? Der ist jetzt nicht da. Ach, der war gestern gekommen. Oder wann es auch immer war. Der muss mir ja noch sagen, was ich tun muss, damit ich diesen Schlüssel vergolden kann, ne? Naja. Wie weit sind wir denn hier unten? Die Kiste haben wir ja schon. Da muss ein Buch rein, ne? Kochbuch. Aber wir brauchen einen Tisch. Und hier an dem königlichen Briefkasten, da können wir die Klamotten kaufen. Königliches Liegenbauerlaubnis. Dieser Bürgerschein, Passierschein, Handelslizenz. 65 Happiness brauche ich da erstmal. Also ich kann nur was mit einem rechtmäßigen Bürger machen. Königliche Dienste sind da oben jetzt. Das kann ich jetzt kaufen, oder was? 50. Alles klar. So, wir müssen irgendwie an Geld kommen, ne? Aber ich weiß noch nicht, wie. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Ja, da unten wollte ein Bier haben, ne? Oder? Eine Leiche gibt es ja auch. Oh, sind wir noch nicht so weit. Oh Gott. Ärztefusch. So, das kann ich jetzt aber nicht mehr rauskriegen, oder? Müssen wir die jetzt beerdigen? Ne, ne? Können wir nicht beerdigen, wir haben ja kein Grab frei, oder? Kann man aber eine Grabstätte noch irgendwo bauen, bestimmt, oder? Dann machen wir die da ein. Machen wir erstmal ein Grab und dann kommt die da rein. Starten wir das Ganze? So geht das nicht. Jetzt geht's. Was ist denn liegt da oben nicht doch was? Das kann ich nicht aufnehmen oder was? So, das ist wahrscheinlich hier so ein Kreuz, weil noch keins da ist, ne? Das kann sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt nichts mit, was wir da hinstellen können, oder? Sieht nicht so aus. So. Könnte sein, dass wir sogar noch einen Grabstein hier oder so haben, ne? Okay, das geht nicht zu stapeln.
Flusssand haben wir auch mit. Lehm. Den Hanf haben wir. Grabstein ist jetzt hier keiner. Hier noch sowas? Ja. Geschichten, die nehmen wir mit, weil die kriegen wir ja auch immer, ne? Zufallstextgenerator, Arbeitstisch. Was bringen mir diese Dinger? Weiß ich noch nicht, aber wir nehmen sie jetzt mal mit. Da war ein Pilz, den haben wir auch mitgenommen. Sehr interessant. So, das nächste ist jetzt ein neues Symbol da oben in grün. Aha, jetzt konnte ich die Bestattungsurkunde kriegen erst. Komisch. So, jetzt sieht das schon besser aus dann. Jetzt hatte ich es eine 0. Okay. So, jetzt habe ich die Urkunde. Und mit der Urkunde kann ich doch Geld machen, oder wie war das? Wo ist sie da oben? An dem Gastwirt verkauft werden. So, jetzt ist aber schon der grüne Bereich. Wer ist der grüne Bereich? Ah, er ist unten im Keller. Schlange. Dann gehen wir gucken, dass wir mit Schlange sprechen. Vielleicht klappt das ja jetzt auch erst, wenn der in der passenden Zeit da ist. Der steht da vielleicht immer, aber spricht nicht immer. Gucken, ob wir da Glück haben, ne? Schlange ist schon da. Vielleicht hätten wir den Schlüssel gerade mal mitnehmen sollen. Nee. Also irgendwie klappt das mit Schlange noch nicht. Schlange, was machen wir mit dir? Flüchtiges Gebet. Wir haben den Grabstein hier, brauchen wir aber nicht. Ne, geh mal wieder rein und dann in die Stadt. Wir gucken mal gerade erst zu, dass wir die Rolle da verkaufen. Weil wir ja einen beerdigt haben, ne? So, dann gehen wir mal ins Gasthaus schnell. Handeln. 1,50 gibt es dafür, okay. Das ist ja schon mal eine Nummer, ne? Aber hier können wir nichts kaufen. Schlange kommen wir gerade auch nicht klar. Ja. Der Händler ist weg. Wer kommt denn nach dem Ding ins Dorn, nach Schlange? Der Inquisitor. Erlange die Erlaubnis, die linke Seite des Friedhofs freizuschalten. Bringe 20 Brennholz und 10 Flugblätter für die nächste Verbrennung. Okay. Achso, er war das hier mit den Schüsseln, ne? Okay, der kommt ja später. Die Flugblätter. Weiß ich nicht, wo ich die herkriege. Kann man das anklicken bei den Dingen hier? Ne. Karte, Technologien. Ja, da kommen wir definitiv nicht weiter, weil uns die Geschichte hier fehlt mit dem blauen Zeug.
Können nichts machen, weil das Blaue nicht mehr haben. Leichenverbrennung. Blaue Punkte repräsentieren das spirituelle Wissen über die Geisterwelt. Deinen ersten bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller, ja. Studiertisch am Kirchenkeller, ja, das ist schön. Sind noch überall blaue Sachen. Hier jetzt mal nicht, aber sonst immer überall blaue Sachen. Die anderen Klamotten haben wir schon alle. Hier geht nichts mehr ohne. Da oben noch was? Nein, da braucht man auch schon Blaues für. Das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir das mit dem Blauen hinkriegen, ne? Tja. Doof, aber ist so. So. Lass uns noch mal gucken, was wir da unten für brauchen. Ich glaube, Keile, die haben wir aber schon gemacht, ne? Kann man noch mit Schlange reden. Drohen will ich dir nicht, da habe ich wahrscheinlich keine Chance gegen. Die Keile haben wir, der Balken fehlt und einfache Eisenstücke fehlen uns auch. An der Kreissäge werden die Balken gefertigt. Schlange geht nach Hause. Wo immer auch sein Zuhause ist. Eine Kreissäge haben wir noch nicht, ne? Drehscheibe, Steinschneider, Horvath. Sägebock. Eisenerzlager, ne. Da sind wir wahrscheinlich noch zu schlecht für, ne? Hier waren doch nur die Bäume, oder? Bärenstrauch und Apfelstrauch. Beim Apfelstrauch haben wir immer noch keinen Äpfelsetzling. Tja. Was machen wir jetzt? Hier ist das ganze Zeug. Brennholz haben wir ein bisschen. Da war 20 gefragt. Die Flugblätter wären noch die Frage, wie die gemacht werden, ne? Eisenmeißel, Eisenrüstung, Holzplanke, Holzreparaturwerkzeug. Politurpaste. Ah, guck, da ist unser Flusssand. Aber Öl brauchen wir da auch noch. Ja, und da kann man noch so Kreuze und sowas machen, ne? Einfache Eisenstücke. Die machen wir mal gerade. Wie waren das? 4 Stück. Die fehlten ja auch noch, ne? So, ich weiß aber nicht, wo wir die Kreissäge herkriegen. Hier geht das Brennholz auch, aber dann machen wir was mit kaputt. So, aus Stein. Steinreparaturwerkzeug. Grabstein fügt dem Schein. Okay. Also wenn, dann müsste man das hier machen, ne? Also Lehm war da auch gefragt. Den haben wir jetzt. Okay. Für den Brunnen brauchen wir Wasser. Hier liegen schon wieder Sachen rum, die fertig sind. Und die Dinger kommen da auch in die Maden. Wer weiß, wofür die wir noch brauchen. Ja. Uns fehlen dann auch noch Sachen hier. Können wir ja schon abernten? Ja.
Jetzt könnte ich das alle gar nicht aufnehmen, ne? Da geht's. Ernteabfall. Anfertigen. Passt. Der kann in die Kiste. Karottensamen. Bräuchten wir vielleicht noch. Aber wir können da mal zwei rüberpacken. Hat gut geklappt, ne? Vier haben wir rübergelegt, zwei haben wir behalten, oder? Karottensamen sehen da aber anders aus wie da. Oder kommt das einem nur so vor? So, die sind da. Was lassen wir noch hier? Eher nix, ne? Den Hanf können wir erstmal hier lassen. So, jetzt haben wir das reingemacht und haben was aufgenommen. Müssen wir mal gerade gucken, was es war. Kohlsamen. Kohlsamen sind jetzt 5. Versteht wieder keiner, warum der jetzt da, ne? 4 legen wir rüber. Super. Das heißt, wir legen jetzt 3 rüber. So, jetzt sind die Kohlsamen passend. Ne, die will ich ja nicht. Ich will ja die Kohlsamen machen. Was haben wir jetzt aufgenommen? Pfandsamen. Samen sind da schon 4. Das bedeutet, wir können die 4 auch pflanzen. So, hier können wir nochmal Torf reinhauen. Haben wir keinen Torf mehr mit. Versteht keiner, warum wir jetzt kein Torf reinschmeißen können, ne? Okay, dann lass das so laufen und ist gut. Da war es nur die Schüsseln. Eisenbarren machen. 100 Feuer brauchen wir dafür. Läuft das dann? Wir haben gar nicht so viel, so sieht's aus. Gut. Das klappt nicht. So, als nächstes ist das Blaue vom NPC dran. Das war der Sternenbeschwörer hier, ne? Ja. Aus dem Kirchenkeller sollen wir das Tagebuch holen. Wir bräuchten eine Kreissäge, um das Holz zu machen. Da kommen wir also nicht hin. Und Gary braucht, glaube ich, noch Bier, ne? Oder Wein, ne, Wein wollte haben. Ein Sternewein. Kommen wir auch nicht mit. Klar. Hier fehlt auch ein Holzbalken. Kannst du noch eine Pritsche machen, Verarbeitungsplatz. Hier fehlt es an Möhren. Möhren schon mal drin.
Lesen. Diese Teil ist wohl die nächsten Aktivität gesperrt. Bei Fragen bitte an den Inquisitor kontaktieren. Okay. Hier ist nix. Hier kann man auch nichts machen. Gegenarbeitstisch kannst du hier bauen. Ein Arbeitstisch. Vielleicht sollten wir mal einen Arbeitstisch nur bauen. Dafür fehlen uns aber auch eine Holzplanke und dieses kegelförmige Gefäß. Das ist ein Arbeitstisch, okay. Was sollen wir da jetzt studieren? Das kann man nicht studieren. Ja, das läuft gerade hier schlecht, ne? Hier brauchen wir definitiv Holzbalken überall, damit wir da durchkommen. Schleunigerpulver, Schnelligkeitstrank, Chaoslösung und Blut. Ja, gut. Ich denke mal, wir sind erstmal hier soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.